Herzlich willkommen bei Ferrari. Ich freue mich so sehr, dass Sie den Weg heute hier zu uns gefunden haben. Ich freue mich. Wie geht es Ihnen? Das ist schön zu hören, ja. Aber klar, mir geht's. Schauen Sie, wo ich arbeite. Wie könnte es mir dort nicht gut gehen? Genau, so ist es. Wie darf ich Ihnen heute behilflich sein? Ich erkenne Sie ja, genau. Genau, Sie waren schon mal unser Gast. Genau, ich glaube, ich habe Ihnen damals ein Auto konfiguriert, oder? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Sind Sie damit zufrieden? Das ist schön zu hören, das freut mich sehr. Ist da irgendwas kaputt dran oder wie sieht das aus? Noch ein Auto. Sie müssen es ja haben. Es sei Ihnen gegönnt. Es sei Ihnen vom Herzen gegönnt. Okay, einen bestimmten Wagen im Kopf oder sagen Sie, ich lasse mich jetzt erstmal inspirieren. Wie sieht das aus? Okay. Heißt also, wir sollten wieder ins Programm steigen. Und rein da. Okay. Kein Problem. Sie kennen das Prozedere. Sie haben da unten ein kleines Tablet. Ich würde Ihnen den Bildschirm jetzt zur Verfügung stellen. Und dann könnten wir gemeinsam uns die Autos einmal anschauen. Perfekt. Dann schauen wir mal, dass das funktioniert. Und zwar genau jetzt. So, alles klar, funktioniert. Sehr schön, das freut mich zu hören. Dann gucken wir doch mal, was wir hier so im Angebot haben. Nicht wundern, wenn ich immer mal so zwischendurch hier beiseite gucke. Ich erwarte noch ein paar dringende Anrufe aus unserer Fabrik. Genau. Sie sehen, wir haben alles Mögliche natürlich. Wir haben größere Autos. Wir haben aber natürlich auch unsere klassischen Sportautos. Der Spider, also SF90 Spider, Roma, das ist natürlich, ne? Den Portofino. Genau. Ah ja, gut, das ist natürlich. Ja, das hat nur noch wenig, nenne ich es einfach mal, mit einem Straßenwagen zu tun. Das ist so, ja. Das ist dann irgendwo. Langsam aber sicher gehen wir dann doch in Richtung Rennwagen. Genau. Welcher sagt Ihnen denn davon am meisten zu? Ich persönlich bin ja großer Freund vom F8 Spider. Aber das ist nur mein Geschmack. Der Portofino ist natürlich ein Traum, ganz klar. 812 Competizione. Auch immer gut. Ach, eigentlich, sagen wir mal ganz ehrlich, die sind alle ein Traum. Alle durch die Bank. Ja. Der Spider, wirklich. Bombe. Bombe. Was hatten Sie beim letzten Mal noch? Stimmt, ja. Okay. Wir machen das jetzt mal im 2D-Design. Das 3D ist ausbaufähig hier an diesem Computer, okay? Deswegen machen wir es mit Fotorealismus. Das zeigt aber trotzdem schon sehr, sehr schön, was das Ganze denn am Ende darstellen wird. Wir haben natürlich jetzt einige Aufgaben. Grundsätzlich erstmal die Frage, welche Farbe ist denn gewünscht? Okay. Heißt schon ein Rot tatsächlich. Gut, wir haben natürlich den Speziallook. Das ist zum Beispiel dieser jetzt hier, der ist da schon enthalten. Wir haben Pastellfarben. Rosso Scuderia.
Rosso Corsa. Dann das etwas dunklere, ich nenne es mal fast ins Bordeaux-Rote rein. Wenn wir dann in historischen Farben haben wir Rosso Fiorano, mein Gott. Noch ein bisschen dunkler vielleicht. Und das wäre es dann auch schon an roten Farben. Es ist jetzt die Frage, soll es ein knalliges Rot sein? Dann muss man entweder diesen Speziallook nehmen, Rosso Scuderia oder Rosso Corsa. Soll es dunkler sein, dann entweder hier oder natürlich die dunkelste Rotvariante. Ja, das hier ist schon, geht hier schon Richtung Orange, würde ich sagen. Ja, also, ja doch. Wir können natürlich auch Gelb nehmen. Bitte. Rosso Corsa oder Rosso Ferrari. Rosso Ferrari. Gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung. Dachoption haben wir nur die standardrote Wahl. Das bedeutet, wir lassen so, wie es ist, so. Oder wir machen es in schwarz. Rot lassen wir so. Perfekt. Kein Problem. Weiter im Text. Es geht um die Felgen. Oh, yes. Wichtiges Thema. Wichtige Entscheidung. Einmal die Felgen und natürlich auch die Bremssättel danach, die natürlich auch geklärt werden müssen. Wir fangen mit den Felgen an. Standard jetzt hier bereits enthalten sind diese hier. Ja, wir haben als ganz Standard, gut, die würde ich wahrscheinlich eher auch nicht auswählen wollen. Wir haben das Ganze nochmal ein bisschen in Silber und in Matt eben. Dann haben wir das, was jetzt standardmäßig drauf war mit den verschiedenen Speichen. Das Ganze dann in Matt auch. Finde ich persönlich einen Ticken schöner. Oder eben auch diese hier. Oder in Carbonfaser. Dann natürlich was komplett anderes. Ja, die hier. Also die, die drauf fahren. Oder in einer abgedunkelten Variante. Also doch schon so. Okay, ja. Die Bremssättel, also es geht um dieses wunderschöne Teil hier. Schwarz, wie es jetzt Standard ist. Wir können es in Aluminium machen, da fällt es natürlich weniger auf. Im Blau passt nicht so sehr zum bisherigen Design. In Gelb. Man könnte es als Adaption zum Logo sehen. Okay, oder in Rosso Corsa. Da ist das Problem jedoch. Ich finde, das beißt sich ein bisschen, weil wir vorne eben die Rosso Ferrari Lackierung haben. Und Sie sehen das auch schon hier. Das ist halt ein anderes Rot. Wenn man jetzt sagen würde, man macht es passend dazu, dann ist es besser. So finde ich es persönlich eher schwierig. Aber natürlich, wenn Sie sagen, möchte ich haben, gerne. Gelb oder schwarz, ja. Gelb. Schwarz. Gelb. Sehr gut, ja. Zum Logo wird es passen. Auf jeden Fall. Und ein gelb-schwarzer Ferrari ist, gelb-roter Ferrari ist ja jetzt auch keine Seltenheit, würde ich sagen. Alles okay, ja. So, die Carbon, also die Außenausstattung, wir können hier noch weitere Carbon-Komponenten einfügen. Ja, nein, man sieht das hier. Schauen Sie einfach mal. Hier und hier. Das würde zum Beispiel anstatt Rot dann eben in Carbon sein. Auch hier unten die Elemente an der Frontschürze, nenne ich es einfach mal, sind dann eben aus Carbon, anstatt im einfachen schwarzen Design. Jetzt hat man das Dach schon nicht in Carbon gemacht, dann macht das Ganze vielleicht auch in dem restlichen Element nicht so viel Sinn. Exakt, exakt.
Auspuffrohre. Wir haben hier unsere Auspuffrohre. Wir haben die Standardmöglichkeit. Wir haben Titan. Ja, man sieht es. Oder man hat die Sportauspuffrohre. Sind sie dunkel? Fallen sie natürlich weniger auf, ganz klar. Ist die Frage, was möchte man lieber haben? Sagt man, ich möchte zack, dass du da drin haben. Oder einfach nicht auffällig. Nicht auffällig, dann so. Auffällig dann natürlich Standard oder eben Titan. Unauffällig, kann ich nachvollziehen, absolut. Ich wäre wahrscheinlich ähnlich tatsächlich. Ja, wir schauen uns gerne auch mal das Auto jetzt mal so an, bis jetzt. So sieht er dann aus. Wir haben hier unser Spezial-Look, unser Spezial-Design, unsere Spezialfarbe. Bremssättel in Gelb. Dann eben die Felgen, die Sie ausgewählt haben. Vorne und auch auf der Seite keine Carbon-Elemente. Die Auspuffrohre eben im. Ne, die sind noch im falschen Design, fällt mir gerade auf. Das ändern wir natürlich noch. Das soll natürlich nicht falsch sein. Gut, jetzt hierbei kein Dach gerade dran. Klar, also ist nicht ausgefahren. Das ist aber dann auch in der Standardfarbe. Exakt, exakt. Habe ich eigentlich. Ah ja. Okay, ja. Ich hoffe, Sie haben sich nicht erschrocken. Genau, das ist das Auto. Wunderbar. Gehen wir mal zurück. Na, jetzt muss ich hier. Perfekt. Da sind wir auch schon wieder. Das hatten wir ausgestellt. Wunderbar. Auspuffrohre, Sport haben wir drin. Innenraumfarben. Die Sitze. Wir brauchen den Sitztypen und natürlich die Sitzfarbe. Das sind die Standardsitze. Wir können aber auch die Daytona nehmen. Die haben dann ein anderes Design. Man sieht's. Das Rautenmuster wäre als nächstes die sogenannten Style Seats. Carbon-Sitze, das sind dann Racing-Sitze oder eben auch im Daytona-Style. Ja, klar, das ist der Unterschied. Daytona normal oder Carbon-Sitz Daytona Racing. Wir sehen hier natürlich einen Unterschied, ne? Ist klar. Ja. Die Standard, okay, ja, gut. Ja. Wenn Sie jetzt nicht vorhaben, da regelmäßig irgendwelche ja, Rennen zu fahren oder irgendwelche Sachen auch auf, also wirklich auf abgesperrten Rennstrecken, dann ist die Frage, inwiefern das nötig ist. Gut, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Das ist schlecht. Es ist jetzt natürlich. Na gut, ja, okay. Ich habe gerade nur eine relativ schlechte Nachricht bekommen, aber das ist jetzt nicht wichtig. Es geht um ein anderes Auto. Alles gut. Betrifft Sie in diesem Fall zum Glück überhaupt nicht. Da geht es um ein anderes Modell. Gut. Die Innenfarbe. Muss ich dazu was sagen? Ja. Haben Sie dann einen speziellen Wunsch? Ich sag mal so. Wir können es natürlich auch hier in Rot halten, aber das finde ich persönlich ehrlicherweise schrecklich. Wir können es natürlich in eine Creme. Oh Gott, das finde ich ja noch schrecklicher. Also, ich persönlich bin dann großer Fan tatsächlich vom schwarzen Design. Klar, Bordeaux-Rot kann auch nicht schlecht aussehen, aber nee, das wäre nicht so meins. Ich finde persönlich im Rahmen dessen, wie das Auto sonst designt ist, eigentlich ein einfaches Schwarz
als absolut angemessen und passend. Dankeschön, 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 Dankeschön. Jetzt kommen wir noch zu einigen, also besser gesagt drei kleinen Details, die natürlich noch relevant sind. Interieur-Upgrade aus Carbon kann man haben, war jetzt standardmäßig enthalten, muss man aber nicht. Man schaue hier aufs Lenkrad, man schaue hier aufs Auto. Ja, man sieht die gesamten, ich wollte gerade auf dem Bildschirm zeigen, das macht ja gar keinen Sinn. Man schaut aufs Lenkrad, man schaut auf die Anzeigen links und rechts, auch ganz außen ausgemacht sind die eben nicht mehr aus Carbon, sondern aus normalem Stoff, nenne ich es einfach mal. Ich weiß das genaue, den genauen Gegenstand jetzt nicht, deswegen nageln Sie mich bitte nicht darauf fest. Ja, Carbon sieht man natürlich auch am Lenkrad oder kein Carbon. Ja, bis jetzt haben wir das Auto ja ohne Carbon gemacht, deswegen verständlich. Drehzahlmesser, das sehr, 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 sehr unauffällige hier in der Mitte, in Gelb, in Weiß, in Rot, in Aluminium oder in Standard Schwarz. Ich mag das Gelbe ganz gerne, finde natürlich auch Aluminium passt im Gesamtdesign hier sehr, sehr gut rein, weil das Lenkrad silberne Aluminium-Elemente hat. Das ganze Auto immer wieder mit Aluminium-Elementen versehen ist. Deswegen macht das schon Sinn, ein bisschen mehr als eventuell ein Rot. Ja, schon, oder? Also, ich würde auch sagen, aber das ist dann auch Geschmackssache. Sollen wir es mal so lassen, okay. Ein Beifahrerdisplay hier außen. Ja oder nein? Es ist die Frage, inwiefern Sie häufiger Leute mitnehmen. Ich meine, ich kann Ihnen das jetzt auch nochmal in der Innensicht anzeigen, gerne. Das ist das Auto, ja. Also es ist sowieso ein Zwei-Personen-Fahrzeug. Man könnte dann eben sagen, okay, wir machen hier nochmal ein Display mit Gang, Anzahl und der kmh-Anzeige oder man lässt es eben raus. Und ansonsten haben wir eben das Auto, so wie es dann jetzt sein wollte. Die Fußmatten kommen natürlich jetzt gleich noch. Da schauen wir dann kurz noch. Lassen wir es drin. Gar kein Problem. Fußmatten. Man kann jetzt erstmal überlegen, Standard oder mit dem Stickerlogo. Das bedeutet Sticklogo. Stickerlogo, genau. Das bedeutet, haben wir hier außen dann noch F8 Spider eingestickt. Ja, kann man machen auf jeden Fall. Dann ist die Frage nach der Farbe. Da geht es natürlich darum, dass hier der Fußbereich, die Bodenverkleidung in einer anderen Farbe ist. Das bedeutet, ich zeige das mal ganz kurz, wenn wir zum Beispiel eben Braun nehmen, dann ist dieser ganze Bereich hier unten, der hier und auch hier der Seitenbereich in Braun. Es ist halt die Frage, inwiefern sich das dann beißt mit der Verkleidung. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Rot nehmen, dann sieht das schon etwas merkwürdig aus. Ja, genau. Ich meine, wenn es dann Richtung, um Gottes Willen, wenn es dann fast schon Richtung Gelb geht, das ist schon schwierig. Das ist halt dann einfacher, wenn man sagt, man bleibt beim klassischen Schwarz. Bleiben wir bei, okay. Dann sind wir fertig. Dann sind wir fertig. Rosso Ferrari F1 75. Die Felgen, die sie bereits sich ausgesucht haben. Die Bremssättel in Gelb. Auspuffrohr Sport. Bisschen dunkler. Sitze Daytona. In Schwarz die Innenfarbe, Drehzahlmesser in Aluminium, Beifahrdisplay noch bei, Fußmatten mit Sticklogo und in Schwarz. Das wäre alles. Noch irgendwas anderes? Nicht.
dann würde ich Ihnen jetzt das Display einmal, hier können wir uns das nochmal angucken. Ah, ein Traumauto. Ja. So sieht das Auto aus. Dann würde ich Ihnen jetzt einmal das Display ausmachen und dann können wir nochmal kurz weiter quatschen, okay? Perfekt, das ist dann jetzt sofort aus. Gut, alles klar. Wunderbar. Wie sieht das aus? Direkt kaufen oder noch überlegen? Direkt kaufen. Mamma mia, ey, Respekt. Okay, dann würde ich das an die Verkaufsperson weiterschicken. Ja. Sie kennen sich ja hier aus. Wollen Sie direkt weitergehen? Ich will Sie gar nicht weiter stören. Das ist ja fantastisch. Ich gratuliere Ihnen. Meine Herren. Okay. Ja, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie einfach an, ne? Das ging flott. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und ich gratuliere Ihnen. Ja, sehr gerne doch. Machen Sie es gut. Wow. Ciao. Wer kann, der kann, ne?